Nicole, woher kommst du zu uns? Ich komme aus dem Kanton Freiburg, das heißt, ich wohnte vorher im Raum Basel und bin jetzt seit 2 Jahren in Fribourg. Wie bist du zu Sananda gekommen und warum überhaupt? Ja, ich hatte ziemlich schweres Leben, heftige Situationen und hatte auch natürlich Schmerzen, körperliche Schmerzen und habe dann irgendwie durch das Time to Do den Sananda gefunden, wo ich ihn dann dort sehen konnte in einem Video. Wann war das ungefähr? Das war 2015. Ja. Wann hast du denn zum ersten Mal einen Auftrag gegeben an Sananda und aus welchen konkreten Gründen? Also 2015 im März habe ich den ersten Auftrag gegeben. Und ich hatte so ein heftiges, schweres Leben und solche Schmerzen, wo ich dann gemerkt habe, was er gesagt hat, auch bei Time to Do, das hat mich so angesprochen, jetzt, das ist meine letzte Chance. Was ist dann passiert? Und wie lange hat da was gedauert, bis du irgendeine Veränderung gespürt hast? Also ich hatte, mit 16 war ich bei einem Iris-Diagnostiker, der hatte Beckenschiefstand festgestellt. Und hat gesagt, eigentlich die Kinderärzte hätten geschlafen, sie hätten das merken müssen, dann hätte man das beheben können. Und so sind dann heftige Schmerzen entstanden. Ich habe dann auch eine Skoliose diagnostiziert bekommen. Dann hatte ich noch eine Nasenscheidenwandverkrümmung, die habe ich operieren lassen, hat nichts wirklich funktioniert. Und mit 24 stand ich unter der Dusche und hatte wie einen Stich ins Herz bekommen. Und das ging da so wie ein Pfeil hinten links durch. Und hab ich dann bei dem Schulterblatt kam das wie der Pfeil wieder raus. So hat sich das angefühlt. Und seitdem hatte ich heftige Migräneanfälle. Die dauerten dann immer 3 Tage. Ich war völlig weg. Und hatte das mindestens 2-mal im Monat, so um Vollmond oder Neumond rum. Und zu dieser Zeit, wo ich das dann hatte, war ich irgendwie nicht mehr mich selber. Mhm. Ich habe immer gespürt, irgendwie ist da was komisch. Mhm. Was ist denn dann passiert, als du zum ersten Mal einen Auftrag an Sananda gegeben hast? Ja, er hat mir dann gesagt, ich hätte halt Besetzungen und das hat dann auch wirklich nach dem Auftrag gerade angefangen, wo Stimmen aus mir herausgekommen sind. Mhm. Und die Stimmen, die kamen irgendwie so im Solarplexus-Bereich, habe ich das gehört. Das wäre hier, ja. Und das hat sich dann sofort aufgelöst und ich habe eine Erleichterung gespürt. Innerhalb von welcher Zeit nach Erteilung des Auftrags ungefähr? Ja, das war sicher eine Woche, 2. Hat also relativ kurze Zeit. Angefangen, ja. Ja. Und wie ist das weitergegangen mit Migräne seither und mit diesen Dingen? Ja, das hat sich auch stark verbessert. Und es ist auch so, ich habe immer wieder Aufträge gegeben. Also bis zum heutigen Tag bin ich da immer wieder in Auftrag. Und es passieren immer wieder Dinge, die sich wieder auflösen. Also das war nicht alles aufs Mal, sondern das kommt immer wieder. Also zum Beispiel auch jetzt hatte ich vor einem Monat, hatte ich plötzlich so wie ein Krachen im Kopf und habe dann gemerkt, dass da beim linken Nasenloch plötzlich das sich geöffnet hat mit der Nasenscheidenwandverkrümmung. Hat sich das geöffnet und ich kann jetzt besser atmen. Das sind ja eigentlich ganz erstaunliche Dinge. Was hast du beruflich gemacht oder was machst du beruflich? Also ich war kaufmännische Angestellte. Mhm. Und es war dann so, ich bin mit 50 arbeitslos geworden und hatte nichts mehr gefunden. Und dann habe ich mich versucht, selbstständig zu machen, habe dann geputzt, hatte Aufträge. Und ich hatte aber eben vorher, das war dann vorher noch passiert, vor dem ersten Auftrag, hatte ich eben solche Schmerzen bekommen, dass ich kaum mehr liegen konnte. Mhm. Und es war natürlich eine schwere Arbeit, die ganze Putzerei. Und ich war dann noch in einem Bed and Breakfast. Ja. Ich hatte auch, weil ich musste ja auf das Geld gucken, ich hatte kaum mehr Geld, ich habe mein Erspartes aufgebraucht.
und konnte mir nur noch ein Zimmer leisten. Bin ich in diesem Bed and Breakfast gelandet und konnte dort aber auch arbeiten. Konnte die Zimmer machen und konnte das Haus putzen und musste aber dann nach 2-3 Jahren dort auch wieder weg. Dann bin ich zu einem Mann in sein privates Haus gegangen, der ein Zimmer vermietet hat. Da war ich auch nicht lange, weil die Freundin hat mich dann rausgeekelt, die hat mich dann richtig attackiert. Musste ich auch wieder gehen und dann habe ich noch ein Studio gefunden in einer ehemaligen Schlafklinik. Ja. Und die haben das so umfunktioniert in Studios und da habe ich dann die komischsten Menschen getroffen. Und also es war die ganze Zeit Trubel. Ich bin hin und her und ich wusste eigentlich gar nicht mehr, wo ich hingehöre. Ich hatte einfach keinen richtigen Platz mehr, wo ich sein konnte. Und kein Anker und kein inneres, ja, genau. Selbstgewissheit. Genau. Oder? Und in diesem Studio, wo ich dann zuletzt war, hatte ich auch wieder einen Auftrag gegeben und habe dann wirklich die Kraft gefunden, weil ich war so fertig. Und ich hatte kaum mehr Energie und das hat mir Kraft gegeben, dass ich umziehen konnte und dann bin ich eben nach Freiburg umgezogen. Und da geht es dir jetzt besser? Ja, es geht mir besser, weil ich musste dann eben auch noch aufs Sozialamt und die ganzen Formalitäten und dann von einem Sozialamt, von einem Kanton zum anderen ist dann auch nochmal problematisch und die ganze Prozedur, also es ging schon recht an meine Substanz, muss ich schon sagen. Aber das hat mir natürlich wirklich die Kraft gegeben, dass ich das überhaupt machen konnte. Nicole, eine sehr direkte Frage und ich hoffe, du nimmst mir nicht übel, aber das ist für vermutlich doch relativ viele Zuseherinnen und Zuseher, glaube ich, eine wichtige Frage. Wenn ich das richtig verstanden habe, liebe Nicole, du hast ein sehr schweres Leben gehabt, teilweise mit sehr wenig oder fast keinem Geld und hast trotzdem Aufträge an Zernander gegeben. Wo man ja sonst sagen würde, was, so und so viel Geld, tu das doch besser in dein Essen rein oder in ich weiß nicht was. Würdest du denn sagen, rückblickend, dass sich das für dich gelohnt oder ausgezahlt hat? Ja, aber ganz sicher hat sich das gelohnt. Und es ist ja eigentlich auch nicht viel. Also ich hatte ja auch üben können, mit wenig auszukommen. Also für mich war das gar nie ein Problem. Ich muss da nicht weiß ich was haben, sondern mir genügt das, was ich habe und konnte mir das auf die Seite legen. Also ich würde das auf jeden Fall jedem empfehlen. Und man sollte auch Ausdauer zeigen. Und es ist ja ein Prozess, was da abläuft, damit man ja auch ein anderes Bewusstsein bekommt und so immer irgendwie sich verbessern kann in allem, was man tut. Vielen Dank, liebe Nicole, dass du zu uns gekommen bist.